liebe Slime Rancherigen Freunde und willkommen zur 209. Part von Slime Rancher, dem Spiel, in dem wir Slimes ranchen. Fuck! Das war der... Das entschuldigt mich. Aus irgendeinem Grund war meine Maus gerade außerhalb von dem Spiel und das war fucking seltsam. Ich habe das im Fenstermodus und ich habe nebenbei irgendwo hinge... Ich weiß, spannende Geschichte. Meine Lieblingsfolge war die, als MOP erzählt hat, wo er gerade hingeknickt hat. Ich weiß, war die beste Folge. Ansonsten würde ich aber ganz klar sagen, dass der Manga ziemlich überlegen war gegenüber der Verfilmung. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Falls mich jemand fragen sollte. Hey, gut, wir machen Slime Rancher weiter, liebe Leute. Und das bedeutet, es gibt ein paar Dinge, die wir auf jeden Fall machen sollten. Nämlich, sollte ich mir jetzt mal letztendlich wirklich mal ein Ziel setzen, wie weit ich das Spiel überhaupt noch spielen will. Denn, machen wir so selbstverständlich nichts vor. Wir haben im Großen und Ganzen alle Gebiete aufgesucht und wir haben eigentlich alles erledigt soweit. Und ich habe nicht vor, alles, was hier gibt, wirklich zu bauen. Ich würde sagen, wir werden... Na, die Ansteckkaps wollen wir... Oh, dafür brauchen wir Indigonium noch ein bisschen mehr. Ich will ein paar von die Slime-Bühne. Ich könnte die Slime-Bühne schon bauen, wollte mich verarschen. Und irgendwo habe ich scheinbar royales Gelee liegen gelassen, weil ich scheinbar so selten wie die Diamanten ist. Ups. So, entschuldigt mich. Ich glaube, wir werden mal durchschauen, was wir am liebsten noch alles gerne herstellen würden. Und ich weiß, wir hatten noch das neue Gebiet, das wir auch noch erkunden wollen. Neulings-Gordo-Falle klingt eigentlich super langweilig. Ich meine, Slimeballring. Warte, was war das andere dann gerade? Den Slimeballring, den wollen wir definitiv bauen. Das ist eigentlich das Hauptding, das ich haben will. Raffinerieverbindung, Zähmungsglocke. Das ist eigentlich alles, ehrlich gesagt, fucking langweilig. Ich meine, der beruhigende Klang dieser bemerkenswerten Glocke wird den Zorn jedes wilden Slimes verfliegen lassen, der ihn hört. Das ist ziemlich lame. Wobei, es gibt noch eine Sache, die wir vielleicht machen wollen. Und das ist Wassergeschütz. Wir wollen Wassergeschütze bauen. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt direkt. Wir bauen zwei. Wir gönnen uns die Scheiße. Bei kuriose Slime-Bühne, die wollen wir auch definitiv bauen. Wisst ihr was? Ja, wir überlegen, ob wir sie jetzt schon bauen oder noch nicht. Auf jeden Fall. Na, shit, was ich hauptsächlich noch machen wollte, war... Ich glaube, wir werden noch ein paar Zutaten brauchen. Mit Zutaten meine ich... ein paar geile... Fuck, wie nennt man... Ah, shit, da steht nicht dran, was ich für Sachen... Wobei, wenn ich auf mehr Info gehe, steht dann dran, was ich genau dafür brauche. Nein, steht nicht dran, okay? Wir müssen das also erst kaufen, bevor wir uns dann die Bühne kaufen können und sehen, was wir dafür brauchen. Auf jeden Fall, ich habe mir gerade diese... Es ist 23 Uhr, ich sollte schlafen gehen. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät, tut mir leid. Und das FZ-Club, den wollen wir auch noch upgraden. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, Leute. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und in der Zwischenzeit... Hat sich's auch ergeben, wie ihr mitbekommen habt, ist das Spiel aus der Beta soweit raus und ist in voller Release. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich eine Review dazu gesehen habe. Und derjenige, der das da gespielt hat, der hatte eine relativ interessante Taktik. Er hatte nämlich zum Beispiel angemerkt, dass man in dem Spiel relativ leicht an das Geld kommt. Und seine Taktik dafür war, ich bin kein Fan davon und ich wusste, dass es eine effiziente Taktik ist, aber das scheint mir wirklich sehr effektiv zu sein, weil er noch niemals Labor hatte. Und dann schon 50.000 Gold. Ich weiß, sehr spannende Geschichte. Ich sag's euch, das wird das Comedy-Gold regnet nur vom Himmel in dieser Folge. Ihr macht euch kein Bild. Auf jeden Fall. Taktik, die er angestrebt hat, war, dass er einfach ein Gehege hatte. Und das war fucking voll mit Slimes. Das bedeutet, das werden wir vielleicht auch einfach machen. Einfach mein Gehege komplett voll machen. Und wisst ihr was, das sollten wir zum Abschluss machen. Einfach mein Gehege komplett voll machen und sehen, was wir rausbekommen. Sag, wo kommst du, Lümmel, her? Komm her! Hallo, altes Huhn. Weißt du, was der größte Traum dieses kleinen Huhns war? Das kleine Huhn wollte eines Tages nur mal wie die großen Vögel, die wir irgendwo am Himmel sehen, fliegen. Entschuldigung. Fliegen. Problem von dem kleinen Huhn war, es konnte nicht fliegen. Es konnte nicht mal fast fliegen. Und deswegen ist es tot. Ende! Mensch, das ist eine schöne Geschichte, ich weiß. Genau, ein Gehege mit sehr, sehr wertvollen Slimes könnten wir uns komplett voll machen. Und da pumpen wir dann jede Menge Nahrung rein. Und dann, ich sage es euch, wir werden baden in den Plots. Es wird ein Plotfest. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin für dieses Plotfest, aber es wird fantastisch. Also werden wir übrigens nicht alles diese Folge machen. Also so nah sind wir dann doch noch nicht am Ende. Wir haben noch ein bisschen sowas vor uns. Macht euch da keine Sorgen. Wir sind nicht ganz fertig. Ich will nur sagen, was ungefähr mein Ziel ist. Und dann, genau, gibt es ja noch ein Ending bei dem Spiel. Das bedeutet, das werden wir dann, wenn wir das soweit alles erledigt haben. Wenn wir alles von dem 7-Sieg-Club gekauft haben. Und wenn wir dann... Oh Gott, ich muss die ganze Scheiße wieder abbauen. Ugh. Wenn wir alles von dem 7-Sieg-Club gekauft haben...
Und dann zusätzlich noch alles gebaut habe, was ich soweit bauen will, was hauptsächlich der Basketballkorb ist und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Dann können wir darüber nachdenken, langsam mal die Crates in Angriff zu nehmen. Das neue Gebiet wollen wir auch noch erkunden, diesen kleinen Abschnitt, den ich da hatte. Ich glaube, da gab es irgendwo einen Gordo. Ne, ich füttern kann, ich weiß nicht mehr wo, das heißt, das ist nicht optimal. Ah ja, wir haben nur bedingt viel zu tun, theoretisch. Oh, ihr habt ja noch die Biene. Was ist mit der Biene, meine Kleinen? Stimmt, ich habe ihnen noch die Bienchen gegeben. Spielt mit den Bienchen und fürchtet nicht, ihr hungrigen Slimes. Oh, so viel Shit schon wieder. Das sind so viele Plots. So viele Plots an allen Ecken und Enden. Was jetzt die Frage aufwirft, wie meine Taktik überhaupt aussieht, dass ich... Wisst ihr was? Gib mir die alten Gugokel. Guten Appetit, meine Freunde. Was jetzt natürlich die Frage aufstellt, wie man... Es stellt sich uns die Frage, wie überhaupt meine Taktik aussieht, dass ich ein Gehege voll machen will, um an noch mehr Plots zu kommen. Denn streng genommen sollte es an der Plot-Front nicht die größten Probleme geben. Und ich habe absolut keine Ahnung mehr, wer die Silberwurzel mochte. Entschuldigt mich. Mosaik-Slime. Ah ja. Der Mosaik-Red-Slime-Vorfall. Über den reden wir nicht. Und damit meine ich, wir reden über ihn. Wassergeschütz installieren. Können wir sonst noch eins installieren hier in der Gegend? Oh shit. Ihr seid wunderschön. Ach, ihr seid die Mosaik-Slimes. Hier könnte ich noch eins installieren. Hier drüben ist wahrscheinlich zu weit weg, aber wir haben noch eins übrig. So, das heißt, installiere. Installiere mal schneller, reiß dich zusammen. Ja, saug die Scheiße ein. Gott, wie wunderschön ist. Warum glitzert das hier so? Hat es schon immer die ganze Zeit so geglitzert? Es ist wundervoll. Auf jeden Fall bekommen die unsere geilen Silberwurzeln. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Hier da drüben. Eigentlich will ich euch nichts mehr geben, weil ich sowas von genug von euren Plots habe. Aber was soll ich machen? Was soll ich... Weißt du was? Nehmt den ganzen Rest. Nehmt den ganzen Rest. Bedient euch. Und wir haben niemanden, der die Pieksbirne will. Ist wahrscheinlich auch nicht allzu optimal. Aber ich würde sagen, ich könnte auch schon mal ein bisschen anfangen, ein paar Plots mitzunehmen und ein bisschen zu verkaufen. Denn eins unserer nächsten Ziele ist es auf jeden Fall, an jede Menge Bargeld zu kommen. Bargeld ist halbwegs relevant. Und ich glaube, für den Fall der Fälle wäre es wahrscheinlich auch nicht die verkehrte Idee, weil ich mich... Warum glitzert hier alles? Das ist von den Mosaik-Slimes, oder? Das ist relativ wunderschön. Und du erinnerst mich nicht daran, dass die alle tot sind. So, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, wäre es nicht verkehrt, wenn ich erstmal meinen Wassertank wieder auffülle. Und dann wollen wir noch ein paar Pfützplots mitnehmen, denn eventuell müssen wir... Ja, habt ihr Spaß mit eurer Ente? Eigentlich könnte ich da noch eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte Ente reinwerfen, oder? Könnte ich hier unglaublich viele Enten reinwerfen und dann alles voll mit Pfütz-Slimes haben? Nein, wir wollen, dass nur so viele Slimes pro Gehege und wo auch immer gehalten werden, wie es auch nötig ist. Bis auf das eine, was wir vielleicht als Experiment durchführen. Aber ansonsten nicht. Das ist sehr wichtig. Artgerechte Erhaltung, darauf lege ich Wert. In meiner Slime-Ranch, okay? Lasst euch von niemandem was anderes erzählen. Und falls euch jemand was anderes erzählt, weil ihr auf den Straßen unterwegs seid und wieder so ein Lügenbold unterwegs ist, der sagt, hey, der Morgi hast du schon gehört, der legt gar nicht mal viel Wert auf artgerechte Haltung. Dann spuckt ihm ins Gesicht und sagt, nein, nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Du, Lügenbold. Das Wort Lügenbold ist sehr wichtig in dieser Diskussion, merkt euch das, okay? Es ist essentiell sehr wichtig. Und habt ihr es gerade gesehen? Habt ihr gerade die gleiche Scheiße gesehen, die ich gesehen habe? Denn falls ihr das gleiche gesehen habt, was ich gesehen habe, dann habt ihr gesehen, dass aktuell der Kurs für sämtliche Plots ziemlich weit oben steht. Was daran liegen könnte, dass ich wieder ein bisschen nicht mehr gespielt habe, aber der Kurs ist sehr weit oben. Und ich bin großer Fan von minimal gesteigerten Kurs. Das heißt, eventuell seid sogar ihr ein bisschen was wert. Und damit meine ich eure Plots, nicht ihr, meine kleinen Slimes. Denn ihr seid für Papa Moggy nicht übermäßig viel wert. Aber das ist okay. Au. Das ist vollkommen okay. Gib mir Plots. Habe ich jetzt zwei Stück eingeschlüpft? Ich habe 20 von diesen Plots. Das ist gar nicht mal verkehrt. Okay, wir haben 20 Stück hier. Tschu. Es gibt eine Sache, die ich ausprobieren muss. Eine Sache, die mir gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob es geht, deswegen... Komm mal mit. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich hier auch andere Slimes gegenschieße. Oh, es tut mir so leid, mein rosa Honigbienchen. Oh, nein! Oh, großer Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sie sind vollkommen traumatisiert! Oh, oh Gott, wir gehen! Wir gehen! Oh Gott, ich kann... Oh Gott! Okay, okay. Okay. Falls jemand fragt,
Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt absolut nichts gesehen, okay? Und wenn ihr sagt, ihr habt was gesehen, ihr habt nichts gesehen. Das ist Priorität Nummer 1. Seht niemanden davon. Seht niemanden davon. Hier, nehmt die Scheiße. Oh Gott. Er ist einfach vollkommen zermatscht. Ich meine, ich hatte schon die Vorahnung, dass es gehen würde, aber ach, was soll ich denn mit den ganzen Peaksbären denn machen? Ich werf sie einfach mal hier rüber. Ja, die Vorahnung, dass es passieren könnte, aber ich hätte nicht gedacht, dass es derart grafisch sein wird. Ich war darauf absolut nicht vorbereitet. Fuck. Ja, und den Plot noch. Die Fitzplots werfen wir immer noch da drüben in den Automat rein, in der Hoffnung, dass wir, ich kann nur echt dort rein in so ein Gehege haben und die Quietscheente, der ist deprimiert. Wir werfen die da rein in der Hoffnung, dass wir die für irgendwas später auch brauchen werden. Und ich meine, da gab es ein paar Dinge, für die man Fitzplots braucht. Und nachdem der Kurs heute so hoch ist, werden wir wahrscheinlich den Tag über übrigens nutzen, um einfach mal ein paar Plots zu verkaufen, damit wir ein bisschen Bargeld kommen. Denn ein bisschen Bargeld ist absolut keine verkehrte Sache, falls ihr mich fragen solltet. Naja, und wir haben keine Minzmangos mehr, die angebaut werden. Darum sollte ich mich wahrscheinlich auch noch kümmern. Schau euch diese bunten Plots da unten an. Es ist ein wunderschöner Anblick. Simveko-Gockel! Warum läuft einfach ein Gockel durch die Gegend? Weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Moment, es ist schon bei Tag 48 vor dem Spiel. Übrigens, eine Frage, die wir uns natürlich auch stellen könnten, ist, hey, Mogherino, wie sieht's aus mit den lilanen Kapseln? Die kann man doch später im Spiel auch knacken. Oh, die Sache ist, dafür muss man 100 von diesen Bohrmaschinen insgesamt aufgestellt haben. Oh, das scheint mir relativ viel zu sein. Wobei, es könnte man eigentlich auch... Na, 100 Stück ist echt viel. Ich glaube nicht, dass wir so weit treiben werden. Das ist halt wirklich viel. Deswegen verlasst euch nicht allzu sehr darauf. Jetzt wollen wir auf jeden Fall immer noch jede Menge Plots. Fitzplots wären auch ein bisschen was wert. So, was sonst noch? Oh, die Rank-Plots werden auch richtig wertvoll. Aber es bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Hab keine. Die sind alle tot. Es waren die Rank und Mosaiks, die gestorben sind. Und nicht die Rank und was auch immer ich davor gesagt habe. So, geht alle da rein. Ich habe irgendwas anderes davor gesagt. Es war Rank und Red. Nee, Mosaik und Red habe ich davor gesagt. Das war es nicht. Es war Rank und Red Slimes. Na, wie auch immer. Also die in meinem Gehege waren, wo sie abgehauen sind und wo ich dann die Dreckwechsel Super Mario Sunshine platziert habe. So, welche Plots sind dann noch eine Menge wert? Wahrscheinlich irgendwelche. Ach du Scheiße. Oh, großer Gott. Sie baden in ihren Exkrementen. Das ist keine ethische Slime-Haltung, die ich hier an den Tag lege. Ich entschuldige mich dafür, falls ihr schwache Nerven habt. Ey, ich wusste sehr wenig, dass der Anblick derart schrecklich werden wird. Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Ich wollte auch nicht, dass es so weit kommt. Und hungrig sind sie auch noch. Obwohl sie so viel gefressen haben, sind sie immer noch hungrig. Wie ist das überhaupt möglich? Und ihr habt Spaß mit euren kleinen Bienchen. Schau mal, wie fröhlich sie sind mit ihrer Biene. Die freuen sich. Also meine fröhlichen kleinen Honigbienchen, habe ich recht? Ja, immer weiter so. Immer weiter so. Die Minzmango habe ich übrigens mitgenommen, weil ich die noch anpflanzen muss, weil ich ansonsten keine mehr in dem Baum hatte. Deswegen scheint mir das relativ sinnvoll zu sein. Vermutlich wäre es sinnvoll, wenn ich bei der Folge hier jetzt langsam mal anfangen würde, ein bisschen zu schneiden, da ich das Gefühl habe, all meine Tätigkeiten, die ich jetzt an den Tag legen werde, werden sich ab diesem Punkt nur noch wiederholen. Dementsprechend, ich glaube, wir schneiden jetzt ein bisschen. Okay, ich glaube, es sollten so heute erstmal genug Plots sein. Wenn ihr einen Blick auf mein Geld werft, solltet ihr ungefähr sehen, dass ich eine Menge Plots verkauft habe und wir damit davon eine Menge Geld bekommen. Und ich denke, das sollte wirklich erstmal genug sein. Es sind geile 36.000, 38.000, was sollten es noch werden, oder? Knapp. Fuck. Ich war mir so sicher, dass es 38.000 werden. Es tut mir leid, ich habe euch belogen. Es war nicht meine Absicht, aber im Nachhinein bereue ich es auch nicht wirklich. Insofern, das ist okay. So, haben wir jetzt gleich das nächste von dem geilen Belohnungsclub, der rollende Käfer 3. Ugh. Marktverbindung, verspielter Fuchs 1. Ach, das sind... Oh, ein Grotten-Upgrade! Kommt die anderen Farben, holen wir uns auch direkt danach. Oh, ich glaube, es geht bis Rang 15 tatsächlich. Das heißt, wir sind ziemlich gut vorangekommen. Jetzt fehlt uns wieder ein bisschen was. Sehr schön.
Haben wir irgendwas Interessantes bekommen? Ich meine, wir haben irgendeine Marktverbindung oder so bekommen. Oder was ist das hier? Haben wir da was Neues? Puzzlewürfel. Ah, von Quanten Slimes ausgestopftes Huhn. Ah, das war Jäger Slimes Kristallkugel. Der ist ziemlich cool, ich mag ihn. Rank Slimes wollen das. Oh, das Kohlebrikett. Gib mir die Scheiße. Ich weiß, wer sich darüber freuen wird. Schau mal, wie fröhlich er ist. Au. Er brennt an meinem Arm. Der Schmerz. Ich hoffe, damit kann ich euch alle darüber hinwegtäuschen, dass ich eventuell aus Versehen. Es war ein Versehen, was vorhin hier beim letzten Mal passiert ist, okay? Vergesst das nicht. Da, ein Spielzeug. Spiel mit der Scheiße. Mensch, das sieht ja spaßig aus. Da würde ich am liebsten gerne mitmachen. Nur bedingt tatsächlich. Nur bedingt. So, ich würde sagen, das wäre erstmal genug an der Front. Und das wiederum bedeutet, wir wollen... Fuck, ich weiß nicht mehr, was ist drüben in dem anderen Weg. Da gab es doch irgendeinen Slime. Oh, wo war der Weg über? Oh nein, ich habe das komplett wieder vergessen. Oh, wo war denn die Tür, durch die ich gegangen bin? Und wo war dann der Weg, den ich entlang gehen will? Unangenehm. Und vor allem, gab es überhaupt wirklich irgendetwas von Interesse für mich? Oder nicht? Das sind alles Fragen, die ich mir gerade stelle. Schau euch an, wie wunderschön es hier ist. Es ist wirklich eine ziemlich schöne Gegend geworden, nachdem wir das Ganze soweit gedüngt und angewässert haben. Es ist ganz nett geworden. Da hinten war es. Könnte das vielleicht sogar die finale Gegend sein aus dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, hier hatten wir wieder so ein Teil. Oh, ich brauche Mosaikplots. Mosaikplots wollen wir hierhin mitnehmen. Okay, gehen wir Mosaikplots holen. Das scheint mir noch nach einer Sache zu, scheint mir noch eine Sache zu sein, die ich durchaus eventuell umsetzen könnte. Hat ja jemand Mosaikplots für mich gesehen? Ich weiß, wer welche für mich hat. Und übrigens, da unten, in dem Gebiet, wo sich meine Mosaik-Slimes herumtreiben, gibt es übrigens noch eine kleine nette Sache, welche ich da beim letzten Mal platziert habe und komplett vergessen hatte, dass sie noch da sind. Und das ist... Ich meine, ich weiß nicht, ob es euch vorhin aufgefallen ist, aber da kleben noch die Hühner am Netz. Die armen Hühner... Der Lümmel! Ans Netz mit dir! Der wollte abhauen von mir, habt ihr das gesehen? Außerdem, es sieht wunderschön aus, wenn man sich die Mosaikplots hier holt. Habt ihr das gesehen? Wundervoll. Ich glaube, 4 Stück. Wisst ihr was? Wir nehmen 5 Stück mit. Gib mir 5. Sehr schön. Das sollte erstmal reichen. Gut. Oh ja, yeah, planscht bitte nicht zu viel. Übertreibt sich mit meinen Kleinen. Am Ende tut ihr euch nur weh. Und ich weiß, dass ihr sowieso schon sehr empfindliche kleine Wassertröpfchen seid. Wisst ihr, was mir gerade zum ersten Mal auffällt? Kann es eigentlich sein, dass das hier gerade so mit das erste Mal ist, dass wir die Glaswüste hier, mir ist gerade der Name entfallen, ich wollte sie Sandwüste nennen. Ich meine, Sand und Glas sind sich sehr nahe, aber dann auch nicht so nahe. Auf jeden Fall, Glaswüste ist das natürlich das erste Mal, dass wir sie wirklich tagsüber sehen. Denn diese satten, gelblichen, braunen Töne, die kenne ich von der Gegend hier gar nicht. Eigentlich ist es immer ziemlich unbequem und das sind ganz schön große, steinige Eiswürfel. Es ist immer unbequem und finster hier drin, üblicherweise. Aber ich muss sagen, tagsüber gefällt mir die Gegend sehr viel besser. Und hallo, ihr Pokies, die sich immer hier herumtreiben. Seid gegrüßt. Und das Tor müsste, ja, es ist hier direkt da hinten. Sehr schön. Das heißt, wir können theoretisch direkt die nächste Quelle öffnen. Ich frage mich gerade auch im Nachhinein, welchen Weg ich beim letzten Mal hier gegangen bin, dass ich mich hier ein Stück weit verirrt hatte, was aktuell ja... nicht unbedingt wirklich der Fall ist. Und singt, meine kleinen Slimes. Singt für mich. So, da oben haben wir noch einen. Die Frage ist nur, wo sind die anderen? Ich habe einen anderen gefunden. Okay. Eventuell sind sie hier... Ich sollte sowas nicht sagen, aber eventuell sind sie hier gar nicht mal so umständlich versteckt. Brauchte man 3 oder 4? Hoffen wir einfach mal, dass es 3 waren. Hoffen wir, dass es 3 waren. Oh, da ist noch so eine silberne Kapsel. Relativ interessant. Das war es noch nicht, oder? Waren wir hier insgesamt schon? Oh, da drüben ist der Brunnen. Ha. Nee, da... Fehlt da noch eins? Ja, fehlt keins. Ach du Scheiße, die Zeit läuft schon. Lauf! 3 Stück haben durchaus ausgereicht. Ich hatte keine Ahnung.
Also ich will hier nur bei der Gegend da hinten ein bisschen vorsichtig sein, denn ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da läuft man unter Umständen ein Risiko, runterzufallen. Ich weiß nicht, ob läuft man Risiko wirklich ein Satz ist, den man so in der Form sagen sollte. Aber ich hab's getan, verurteile mich nicht. Ey, ich tu mein Bestes, okay? Ich tu mein Bestes, um euch mit dem feinsten Entertainment, das das Internet zu bieten hat, zu versorgen. So fein. Wahnsinn. Könnte ich da drüben drauf fliegen? Ich meine, wer wird sonst herausfinden, wenn nicht ich? Wer sonst? Und in der Tat, man kann hier drauf fliegen. Und interessanterweise gibt es hier ein paar Steine. Und ansonsten eine lilane Kapsel. Sie verdammt lilanen Kapseln! Ihr provoziert mich! Muss ich echt irgendwann grinden gehen, damit ich mir die lilanen Kapseln, das Teil, damit ich sie öffnen kann, kaufen kann? Ist das wirklich, läuft das gerade hier darauf hinaus? Weil es sind echt viele. Oh, ich bin kein Fan davon. Wir denken drüber nach. Wir werden drüber nachdenken, je nachdem, wie es läuft. Falls man überhaupt die 100 Teile dafür bauen muss, um das freizuschalten. Da bin ich mir nämlich auch gar nicht mehr so sicher. Ich meine, ich habe es in Erinnerung. So, es könnte auch sein, damit man die Erweiterung bekommt, damit man von allen Sachen im Inventar 100 dabei haben kann, dass man dafür die 100 bauen musste. Ich weiß es leider gerade nicht mehr. Aber irgendwas war da. Und meine Quelle dafür sind, er wird jetzt dran glauben, aber die beste Quelle für alle Informationen, die man haben kann, YouTube-Kommentare. Mensch, ich finde dein Wikipedia wäre eine bessere Quelle, ich weiß, was soll ich sagen? Ich versuche doch auch nur irgendwie durch den Tag zu kommen. Ich versuche es doch irgendwie. So, apropos durch den Tag kommen. Wir sind bei 13 Uhr und was gibt's hier noch alles? Ich weiß, dass ich beim letzten Mal zurückgegangen bin und dass es da noch einiges zu erforschen gab, okay? Da haben wir so einen Fuckteil. Hallo, kleiner Mann. Und da ist einfach nur eine normale Slime-Statue. Oh, und hier bin ich wieder. Nee, was heißt wieder? Hier waren wir nicht. Wo bin ich hier? Warte mal. Waren wir hier schon? Ich bin gerade sehr verwirrt. Verzeiht mir. Das ist ein minimaler großer Wirbelsturm. Und ich habe da oben rechts gerade die Statue gesehen, falls euch wundert. Ist das ein Schalter? Oh, großer Gott. Der bösartige Regen geht wieder los. Mir fällt gerade auf. Das sind normalerweise solche Haars. Aber unter der einen Brücke war ein blaues von den Teilen. Was hat es denn damit auf sich? Kommen nur Meteoriten vom Himmel oder was soll das hier gerade? Hä? Ich bin mal verwirrt, das ist okay. Okay, da sind sie. Ich bin nicht mehr verwirrt. Ich laufe jetzt um mein Leben. Das Adrenalin ist stärker als die Verwirrung. Und das Adrenalin ist nicht übermäßig stark. Au. Geh mir aus dem Weg. Au, nein. Nicht den Mogi umbringen. Den brauche ich noch. Okay, hier gibt es auf jeden Fall wieder ein paar von den Statuen, die ich mit gewissen Plots füttern möchte. Damit wir hier wieder eine Quelle freilegen. Und da drüben, so sehen die Meteoriten ja aus. Sind einfach nur so. Das sind so glitzernde Teile, die sehen aus wie das, was die Mosaikplots von sich geben. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Oh Gott, da will ich nicht runter, oder? Oh, ich habe große Angst vor der Gegend hier aktuell. Ich erkenne nichts mehr. Nein! Oh Gott, wo war ich denn vorhin? Wo ist der eine Slime, den ich gesehen hatte? Beziehungsweise die eine Slime-Statue. War das hier? Hier sind nur maskierte Hühner. Wenn ihr nichts zu verbergen habt, dann könnt ihr die Maske auch... Es sind bemalte Hühner, sie sind nicht maskiert. Okay, ihr habt nichts zu verheimlichen, ihr müsst die Maske nicht abnehmen, ist okay. Oh Gott. Oh nein! Habt ihr Orientierung verloren? Warum ist das Gebiet so riesig? Außerdem, übrigens eine Sache, die mir auch immer wieder gesagt wurde, von der ich keine Ahnung hatte. Es gibt eine Taschenlampe in dem Spiel. Wenn man H drückt, dann ist, glaube ich... Was? Nein, ich will! Nein, was? Habe ich jetzt ein GIF gemacht? Wenn man G drückt, macht man GIF. Oder GIF, wie es eigentlich ausgesprochen werden sollte. Aber keiner sagt es so, weil es dumm klingt. Das ist das Ende der Diskussion übrigens. Ich meine, dass GIF der Name ist, wie es eigentlich, beziehungsweise wie es eigentlich ausgesprochen werden sollte. Aber es klingt bescheuert.
Wir haben Lockengras. Nice. Das ist das Beste von allen Gräsern. Okay, wie groß ist diese Gegend? Wo war ich beim letzten Mal? Oh, hier war ich. Hier war ich. Ich erkenne es wieder. Hier haben wir diesen Diamantschalter. Oh, um genau zu sein, ist ein Kristallschalter. Oh, da unten, was ist das für ein Slime? Bist du ein Derwisch-Slime? Mosaik? Nee. Wieder nicht, okay. Ich kann nur bedingt erkennen, was er möchte. Das ist nicht ganz so hilfreich. So, was mit dem einen, den ich da oben gesehen hatte? Komme ich an den noch irgendwie ran? Und übrigens, was man von hier aus sieht, das ist kein Slime mehr. Das ist das braune Pudding mehr, falls ihr euch wundert. Es besteht aus Scheiß. Okay, ich bin wieder beim Schalter, mehr oder weniger. Und da drüben ist der andere Slime, der ist da ganz oben. Dann meine ich diese Slime-Statue, was auch immer das ist. Versuchen wir da irgendwie rüberzukommen. Ein Plan dafür ist, wir stellen uns auf die Säule und schweben dann einfach rüber, sobald mein Ausdauer aufgefüllt ist. Dann hoffen wir, dass es halbwegs gut ausgehen wird. Mal schauen. Oh, das ist Mosaik-Lago. Ihr mögt also diese silbernen Karotten, ich mir sagen lassen. Okay, sehr schön, hätten wir das zumindest geklärt. Und dann hatten wir da unten noch die eine Statue von Slime, der lila Augen hatte. Das heißt, ich sollte vermutlich Derwischplots mitnehmen am besten. Ich meine, das sind lila Slimes. Und andere fallen mir gerade nicht wirklich ein. Wie komme ich hier eigentlich wieder weg? Über den Weg vielleicht? Oh, shit. Warum ist dieses Gebiet hier so riesig? Und seht ihr, wie die Wüste, wenn es dunkel wird, ihre komplette Farbe ändert? Das gefällt mir nicht. Mir hätte die Wüste tagsüber viel besser gefallen. Sie war schön und strahlend. Und jetzt ist sie eher so dunkel und... Ugh. Langweilig. Ich gähne, weil diese Wüste so langweilig ist. Warum sind die hier jetzt perfekt aufgereiht? Das ist ein bisschen beängstigend. Wir lassen sie da liegen. Es ist wunderschön. Manchmal sollte man gewisse Wunderwerke der Natur nicht zerstören. Man sollte sie nicht zerstören. Gern geschehen. Was ist das jetzt eigentlich? Oh, ist das die Minimap? Oh, es gibt eine Karte von dem Gebiet. Karte der fernen Weite. Aufenthaltsort die Glaswüste. 0 von 2 Schlüsseln. Und 3 von 22, was auch immer, Nachrichten oder so. Habe ich jetzt eine Minimap davon? Greif auf deine Karte zu. Es ist keine Minimap. Warum habe ich keine Minimap? Das ist doch dumm. Ich will eine Minimap und nicht das. Ich meine, das ist nett. Aber im Endeffekt nicht wirklich. Es ist absolut nicht das, was ich wollte. Ich will eine Minimap. Ich will eine passive Karte, die ich mir nebenbei so anschauen kann. Und nicht eine, auf die ich aktiv schauen muss. Versteht ihr? Eine Minimap. Ach. Man kann wohl nicht alles haben. Man kann wohl nicht alles haben. Also ich rate, in deinem Shop gibt es nicht zufälligerweise einen, die ich mir kaufen kann. Nöp, gibt's nicht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt noch ein paar liebliche Derwischplots mit. Und könnten uns dann theoretisch wieder direkt rüber in die Glaswüste begeben. Das machen wir aber nicht heute. Da habe ich keine Hoffnung. Denn Gott, sind hier viele Hühner. Geht mir aus dem Weg. Das machen wir nicht heute. 5 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Man braucht wahrscheinlich wieder 3, aber... Ey, nehmen lieber 5 mit für den Fall der Fälle. Oh, Mosaikplots. Brauchen wir nicht mehr. Ich dachte mir, das Slime-Meer würde sich mehr darüber freuen als ich. Oh, und dann habe ich sie dem Slime-Meer gegeben. Und das Slime-Meer war so... Das ist ja nett, dankeschön. Nicht so, gern geschehen. So, dann würde ich sagen, liebe Leute, wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Slime Rancher. Dem Spiel, in dem wir Slimes ranchen. Und diese Lady hier spielen. Das wird ziemlich majestätisch. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.